Die Suche nach einer Tariflösung für die rund 180.000 Beschäftigten beim Staatskonzern Deutsche Bahn geht heute weiter. Zuvor hatte die Bahngewerkschaft EVG bereits mit mehreren privaten Bahnunternehmen Abschlüsse für neue Tarifverträge erzielt. Und demnach erhalten die Beschäftigten insgesamt 420 Euro mehr im Monat. Hinzu kommt ein Inflationsausgleich von 1.400 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 21 Monate. Die Einigung könnte auch Auswirkungen auf die Verhandlungen mit dem Marktführer Deutsche Bahn haben. Die Gespräche werden in Berlin fortgesetzt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.